Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's mit dem Entgleist-Level von Unravel. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hin müssen. Aber ich würde mal vermuten, ich kann mich jetzt auf jeden Fall mal hier ein bisschen abseilen, weil hier unten, das haben wir vorhin schon festgestellt, war ein Geheimnis. Aber sehe ich hier weiter? Fehlt uns da hier irgendwas? Wofür kann man denn jetzt noch hier hoch? Also ich glaube, ich muss das irgendwie schleudern, aber... Oh. Aber es tut sich ja auch nichts. Hier oben ist ja auch noch was, wo wir nicht hinkommen. Außer wir können da was... Ah, wir können da was ziehen. Ah, okay, cool. Ach, krass. Wer soll da denn drauf kommen? Also wirklich. War das jetzt nur, um hier hochzukommen? Nee. Ich würde sagen, das muss man irgendwie aushebeln, aber... Nee, nee, nee. Ich will da drüber. So. Okay. Dann müssen wir wohl... hier das Rad hinlegen. Aha, so geht's weiter. Okay, cool. Oh Gott, ich habe hier gleich wieder Angst, dass hier wieder eine Schlange kommt. Oh, ich höre was. Okay, wenn wir den Stein mitnehmen können, müssen wir den bestimmt... Kriegen wir den hier hoch? Nee. Lösen wir erstmal den Knoten wieder. Ich weiß nicht, wofür der war. Ah, okay, ich glaube, wir müssen das hier wieder rausziehen. Können wir den runter? Ja, dass ich den nicht runterziehen kann? Nee.
Das ist ja merkwürdig, verstehe ich nicht. Ah, okay, vielleicht muss ich den... Ah, okay, erstmal machen wir... Gehen wir nochmal hier hoch. Ich glaube, vielleicht... Nee, aber das können wir doch auch nicht spannen. Also gut, nochmal alle Schnüre lösen. So. Jetzt hier einen Knoten. Den Stein nehmen wir gleich mit. Bis hierhin. Nö. Das geht auch nicht. Ich hätte jetzt... Ja, und jetzt? Ah, jetzt komme ich da hoch. Okay, gut. Zumindest. Nicht weit. Warum komme ich denn hier nicht weiter? Da kann ich ja nichts spannen. Das geht ja nicht. Ich mache das nochmal so rum. Okay. Aber hier ist doch auch nichts. War hier noch irgendwas, was ich hätte mitnehmen können? Nee, ne? Geht weiter aufzustellen. Als ich hatte? Nee. Doch. Aha. Okay, das ging. War irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig, okay. So. Oh, oh, oh. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich alles runterkommt. Oh ja. Gut, kletter doch da hoch. Okay. Hä?
Warum klettert er denn da nicht hoch? Aha. Oh Gott. Das ist ja lebensgefährlich hier. Uns geht die Wolle langsam aus. Seht ihr das? Hier drüben noch irgendwas? Da war auch noch was, ne? Habt ihr das gesehen? Ich schon, aber ich habe leider keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Das ist schon sehr weit. Okay, gut, schauen wir erstmal auf der anderen Seite weiter, wo es dahin geht. Vielleicht kommen wir dann noch irgendwie rüber. Oh, oh, oh. Okay. Aha, dafür war das gut. Okay, gut. Wow. Okay, kommt noch was? Okay. Oh, eine Erinnerung. Ah, die Mädels haben hier den Berg auch erklommen. Ja, nicht schlecht. Oh Gott. Eieiei. Oh Gott. Das ist ja sehr gefährlich hier. Was war das? Reicht das? Nee, nee, nee. Oh Gott, ja, es reicht. Puh. Okay, also dann hier hoch. Ja, Simone, man muss auch hüpfen. So, hier hoch. Neue Wolle. Oh je. Diese. Nein. Zum Glück ist diesmal der Speicherpunkt nicht so weit weg. Diese Hangel-Dinger sind ja überhaupt nicht mein Ding. So. Oh Gott. Okay, ein bisschen mehr. So.
Komm ich hin? Nein! Ach Mann. So. Nochmal. Nein! Da war ich auch zu spät. Mist. Oh je. Ja, sorry Leute, da müsst ihr jetzt durch. Ich auch. Was denn? Was denn? Okay. Oh Gott, wie blöd war das bitte? Mann. Jetzt bin ich aus dem Konzept, glaube ich. Okay, nochmal. Mit Konzentration. Ja, so nicht. Okay. Jetzt war ich zu langsam. Alles gut, Schwung, aber nicht zu viel Schwung. Okay, ich weiß nicht, ob euch das jetzt interessiert. Ich melde mich wieder, wenn ich drüben stehe. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Also es hat noch ein paar Male gedauert, aber jetzt habe ich es geschafft. Wir klettern hier hoch. Müssen hier runter. Oh nein, schon wieder hangeln. Oh Leute. Nein! Aber. Wie soll ich denn da hochkommen? Das geht nicht. Wie geht das denn? Sehe ich da irgendwas nicht? Ich muss, glaube ich, einfach schneller sein. Nee. Ich komme da gar nicht hoch. Wie soll das denn gehen? Oder sieht... Ich sehe hier doch nichts. Schwing dich. Ja, wenn das hier unten ist. Und das hier so ein bisschen. Nee. So, das nutzt auch nichts. Ich dachte, dass man das dann hier vielleicht so ein bisschen
ja, wackeln lassen kann, also so ein bisschen schaukeln lassen kann. Da geht's auch nicht weiter. Das ist ja merkwürdig. Also gut, das Ganze noch einmal. Da hinten können wir nicht. Nee, da können wir nicht weiter. Meine Güte, ich hab's geschafft. Man muss auf diese Kante springen. Ich mach's jetzt nicht nochmal vor. Aber ich hab's geschafft. Ich bin hier oben. Hier windet's ganz schön. Ich glaube, wir kommen auf eine Brücke. So, hier hoch. Wo müssen wir denn hin? Okay, da können wir nicht hoch. Okay, jetzt können wir entweder hier hoch. Oder da drüben. Ich bin mir unsicher. Gut. Testen wir es jetzt mal hier drüben, wie es da weitergeht. Gar nicht. Und da sind wir gekommen. Okay. Also. Warum komme ich? Also das mit diesen Kletterdingern, das finde ich echt. Super nervig. Ah, jetzt. Okay. Hier sind die Gleise. Es kommt bestimmt gleich ein Zug. Ah, hier mit so Schlössern. Cool. Sind die denn hier hochgekommen? Die Menschen. Eine Erinnerung. Sehr schön. Oh, und da kommt der Zug. Und das war das Ende des Levels. Wow, ein Unendlichkeitszeichen für unser Fotoalbum. Sehr schön. Bin ich jetzt gespannt, wie die Fotos aussehen. Ich war sehr froh, dass wir keine neue Schlange mehr gefunden haben, Leute. Ich sag's euch. Entgleist. Man kann sich ein Leben lang fragen, was am Ende des Weges liegt.
Doch man kann es selbst herausfinden. Es tut weh, jemanden gehen zu lassen, aber manchmal ist es notwendig. Das kann ich so unterschreiben, ja. Oder ist Ihr Papa wahrscheinlich? Okay. Auf den Zugleisen zu laufen ist übrigens keine gute Idee. Und hier ist das Schloss mit dem Unendlichkeitszeichen. Wie es hier weitergeht, das sehen wir beim nächsten Kapitel. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!